Also, wir sind vom Open Source Arbeitskreis der Fachschaft Mathematik, Physik, Informatik an der AWTH Aachen und der Aachener Linux User Group. Ehe jetzt jemand ein Missverständnis hat, die Aachener Linux User Group ist nicht irgendwie mit Verein oder so. Das ist ein Stammtisch, der trifft sich einmal die Woche. Genau, also wir machen einmal kurze Vorstellung vom Open Source Arbeitskreis, von unseren Linux Install Partys. Dann machen wir darüber hinaus Linux Workshops, Krypto Partys und am Ende ziehen wir ein bisschen Resümee. Ja, ich bin Daniel, ich studiere Informatik an der FH in Aachen und ich habe irgendwann, als ich so angefangen habe zu studieren, habe ich irgendwie jemanden kennengelernt, der kam dann auf die Idee, ja, du machst doch auch so Linux und sowas und es gibt hier so einen Stammtisch und eine User Group, komm doch da mal hin und da bin ich dann hingegangen, da gehe ich auch immer noch hin und da wurde ich dann irgendwann gefragt, ja, irgendwie hier sind so Leute von der Fachschaft, die machen so Linux-Install-Partys und willst du da nicht helfen und da bin ich dann hingegangen, das war dann zu dem Zeitpunkt die dritte Linux-Install-Party und seitdem bin ich beim Open-Source-Arbeitskreis und falls irgendjemand, also es gibt schon mal Leute, die sowas fragen und also irgendwie, ja, da unten steht so, was ich so an Software benutze. Genau, blödes Ding. Ich bin Rikus, ich studiere Informatik an der AWTH Aachen, ich schreibe momentan meine Bachelorarbeit über Kryptographie und ich bin durch Daniel zur Aachener Linux-User-Group und zum OSAG gekommen und ich benutze Libkubuntu, dazu später mehr. Ja, das ist ein Foto vom Open Source Arbeitskreis. Das haben wir jetzt letztens mal wann gemacht und da sieht man halt, keine Ahnung, wir sind halt diverse Menschen, wir tragen alle irgendwie so T-Shirts mit Rot und irgendwie, Rikus kann sich mal umdrehen, wir haben auch noch auf der Rückseite Zeugs drauf. Wir sind eigentlich nicht alle Studenten, einige von uns sind auch schon fertig mit dem Studium und machen andere Dinge und wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass es uns so gibt? Da kam halt jemand von der Fachschaft mal zur Aachener Linux User Group und hat halt so gefragt nach Hilfe für Linux Install Partys und seitdem gibt es halt seit 2010 den Open Source Arbeitskreis. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass es in der Fachschaft Leute gibt, die sich für sowas interessiert haben oder sich damit beschäftigt haben. Es gab 2001, 2002 da schon mal so Bestrebungen, sowas in die Richtung zu machen, aber das ist irgendwie eingeschlafen. Jetzt habe ich so gesagt, okay, Open Source Arbeitskreis ist entstanden. Na gut, aber was und wie machen wir das da eigentlich, was wir da so machen? Wir haben normalerweise monatliche Planungssitzungen, das heißt, wir treffen uns halt und dann besprechen wir, was wir so machen und was man so machen möchte. Und vor Veranstaltungen trifft man sich auch häufiger. Also es gibt dann so Monate, der hat dann 5 Donnerstage. Also wir sind irgendwie Freunde des Donnerstags und machen da unsere Dinge. Und da gibt es dann so 5 Donnerstage in so einem Monat. An einem ist eine Veranstaltung, an den anderen 4 treffen wir uns. Also an dem 5. dann auch, aber da ist halt die Veranstaltung. Und wir haben irgendwie, wenn wir sowas wie hierarchische Strukturen haben bei der Organisation, gibt es halt so Leute, die machen die Hauptorganisation, aber letztendlich ist es irgendwie alles relativ flach gehalten. Und wenn Dinge gemacht werden müssen, dann passieren die auch. Und wir machen das Ganze nicht alleine. Wie gesagt, wir haben halt Unterstützung aus der Fachschaft, von der Linux User Group, von den Fachgruppen Physik und Informatik an der RWTH und vom Rechnerbetrieb der Fachgruppe Informatik und bei Veranstaltungen haben wir auch Sponsoren. Und natürlich, wir haben halt auch Helfer, zusätzliche von externen, die meistens Studierende, aber auch anders externe Leute, die eigentlich, so ein organisieren will ich eigentlich nicht, aber helfen ist kein Problem. So. Genau, ich erzähle euch jetzt was über die Linux-Install-Partys im Detail und wir fangen mal an mit so einem kleinen Eindruck. Ihr seht, das ist ein relativ großer Hörsaal und der ist nicht wirklich leer. Das ist eine Sommersemester-Linux-Install-Party, die sind immer nicht so gut besucht, aber wir machen das jedes Semester in diesem Hörsaal und überwiegend ist diese Veranstaltung wirklich gut besucht. Also im Wintersemester 80 Teilnehmer, im Sommersemester 40 Teilnehmer, wer hat noch schon mal mehr, so ist es gar nicht. Meistens kommen Erst- und Zweitsemester aus unseren Fächern, also Mathematik, Physik und Informatik, aber es ist auch offen für alle. Also es kommen auch durchaus externe Leute dann dazu, je nachdem, wie gut das gerade sich rumgesprochen hat. Hier seht ihr vielleicht auf den Bildern hier, also da sind so lustige Papprollen. Und ich habe davon mal ein paar mitgebracht. Jetzt werde ich mal den Daniel bitten zu assistieren, weil ich muss das Mikro halten. Also normalerweise liegen die flach auf den Tischen. Und wenn einer der Leute, die Hilfe zur Installation bekommen sollen, Hilfe brauchen, stellt er das einfach hin.
Dann kommt vielleicht irgendwann, also was heißt vielleicht, also es kommt mit Sicherheit einer unserer Helfer und oder im Zweifel zwar einer von uns, die wirklich viel Erfahrung haben und versucht den Leuten zu helfen. Und also ihr seht, da steht Hilfe drauf, ganz dick, ne? Ist ein bisschen leider mit Leidenschaft geraten im Rucksack, aber gut. Und nun gut, wenn der Erste nicht helfen kann, dann eskaliert er. Und das geht bis 7. Wir hatten uns ursprünglich mal überlegt, noch eine Stufe UEFI einzubauen, aber nun ja, dazu auch nochmal später mehr. Genau, wichtig natürlich, wenn geholfen wurde, legt man das Ding wieder hin und dann kann der Installationsprozess weitergehen. Wichtig, also die Idee ist es bei dem Ganzen, es soll installiert werden mit Anleitung. Die Leute sollen lernen, das selber zu machen und kriegen dann Unterstützung. Wir installieren Kubuntu mit Anpassung. Und wir benutzen KDE, weil das fancy ist. Also so, ich stelle mir nur vor, man würde einen XFCE hinsetzen. Die Leute, die vielleicht von Windows oder macOS kommen, sind damit wahrscheinlich nicht so zufrieden. Und gleichzeitig ist KDE sehr einstellbar, also feingranular. Die Leute können das auf sehr ihre Bedürfnisse anpassen. Und es ist verhältnismäßig ähnlich zu Windows, wenn man sich immer so Unity oder GNOME anguckt. Das ist dann nicht so. Ja, wir haben davor Ubuntu installiert, also mit Unity, aber haben das jetzt vor einiger Zeit aufgehört, da es da so Schwierigkeiten mit Datenschutz bei Unity gibt und das wollten wir nicht mehr. Außerdem zu Ubuntu oder diesem Debian-Paketsystem, was in Ubuntu ist, haben wir sehr viel Erfahrung und wissen auch inzwischen ganz gut, wie man Probleme lösen kann. Das heißt, es ist wirklich viel Know-how dann, was das angeht. Ubuntu kann UEFI und Secure Boot, was ein sehr wichtiges Stichwort ist, denn die Leute auf einer Linux-Install-Party kommen üblicherweise mit sehr neuen Geräten an. Teilweise gestern gekauft. Und wenn man dann so mal auf die Hersteller-Website guckt, steht da gerne auch mal sowas wie, ja, kommt im ersten Quartal des nächsten Jahres raus. Im Oktober. Ja, wichtig ist noch, es unterstützt unsignierte Kernel-Module. Also man kann sowas wie den Nvidia-Treiber installieren. Das geht zum Beispiel bei Fedora nicht. Und das ist für aktuelle Hardware gar nicht mal so verkehrt, denn dann können die etwas besser Energie sparen. Und es gibt auch eine gewisse Updatebarkeit, die funktioniert zu einem nächsten Release. Und das geht sogar mit GUI. Und ihr werdet sehen, der Release-Zyklus von Ubuntu, der ist so ein bisschen doof im Verhältnis zu dann, wenn wir unsere Linux-Install-Partys machen. Insofern, naja. Ja, noch mehr Eindrücke. Also das war im letzten Wintersemester. Der Hörsaal war wirklich relativ voll, wie man sieht. Und wie gesagt, Hilfestellung durch erfahrene Helfer. Wir verleihen Installationsmedien, wir benutzen USB-Sticks dafür und es gibt nochmal zusätzlich Unterstützung durch Handouts, sowohl für Installierende als auch für die Helfer. Und wichtig, keiner geht, bevor Linux nicht läuft und Windows auch noch. Da gab es nämlich den Fall jetzt auf der letzten Linux-Install-Party. Wir waren eigentlich so um 11 fertig und dann wurde bei einem Notebook nochmal Windows gestartet. Oder eben nicht. Und dann saßen die noch 3 Stunden da im Hörsaal und haben Windows 8.1 installiert. Bis dann alle Treiber wieder liefen, war es 2 Uhr. Was aber durchaus eher der Normalfall ist, dass es 2 Uhr wird. Geschichte. Im Wintersemester 2010 war unsere erste Linux-Install-Party mit so den üblichen Startschwierigkeiten. Es gab Mangel an allem. Helfer, Platz und IP-Adressen. So nach einer halben Stunde waren die IP-Adressen aus. Ja, im Vorfeld der Planung wurde dann an die Mailingliste unserer Fachschaft geschrieben, ja, kommt doch, also alle Leute, die ein bisschen Erfahrung mit Linux haben, sollten vorbeikommen und helfen. Als die Party lief, gab es die zweite Mail, alle Leute, die jemals Linux installiert haben, sollten dringend kommen, also es ist irgendwie wirklich eng. Damals wurde Ubuntu 10.04 installiert. Kurz danach erschien Ubuntu 10.10 und das setzt sich sofort, das ist irgendwie sehr unpraktisch. Auf der zweiten Linux-Install-Party hatten wir wenig Teilnehmer, aber dafür einen sehr großen Raum, nämlich das erste Mal diesen besagten Physikhörsaal. Gut. Ab dem Wintersemester 2011 hatten wir dann überwiegend gute Teilnehmerzahlen, also die wir vorhin schon mal gesagt hatten, 40, 80. Und hier haben wir es geschafft, also am selben Tag das Release wie die Party, aber nützt auch nichts, denn wir können ja jetzt nicht schlecht noch die Installationsmedien am Tag vorher brennen beziehungsweise auf die Sticks tun. Gut. Sommersemester 2012 hatten wir dann mal technische Probleme, um das mal so zu sehen. Da gab es dann Geräte, Notebooks, ausgeliefert mit 4 Partitionen auf einer MBR-Partition-Table.
was natürlich dann dafür sorgt, dass man nicht mal eben schnell noch eine weitere Partition anlegen kann, auf der man Linux installieren kann. Und die Partitionen waren auch meistens so, dass man nicht so ganz sicher war, wofür die denn jetzt eigentlich da waren. Also vielleicht noch eine Windows- und eine Datenpartition, aber das konnte man jetzt auch nicht einfach umbiegen. Ganz ad hoc auf der Lib entstanden ist dann die Lösung mit dem Logical Disk Manager von Microsoft. Ist im Prinzip sowas wie LVM. Und man kann dann irgendwie diese Partitionen in dieses LDM umwandeln. Darin kann man dann ein LVM legen und dann mit grub for DOS sowohl Windows als auch Linux starten. Ja. Ab dem Wintersemester 12 haben wir dann für länger Ubuntu 12.04 installiert und das erste Mal ein Custom-Image gemacht. Also wir haben das Ubuntu-Image genommen und angepasst auf unsere Bedürfnisse. Das mit dem Ubuntu Customization Kit. Genau. Und das war leider dann so ein bisschen unpraktisch, als die ersten Sticks dann, also so mehr oder weniger in der Nacht vor der Linux-Install-Party, stellten wir fest, oh, bei der Installation wird kein Kernel mit ausgeliefert, was so an merkwürdigen Eigenschaften von diesem Ubuntu liegt. Und in der Nacht davor wurde das dann noch gefixt, also am nächsten Tag während der Linux-Install-Party ist kein Notebook ohne Linux, also ohne Kernel, ausgestattet worden. Also 12.04 haben wir länger verwendet. Das hat uns dann einiges ermöglicht, dass wir weniger Arbeit in die Images stecken mussten. Aber wir hatten dann ab dem Sommersemester 13 auch eigene USB-Sticks. Und die Helfer mussten keine eigenen mehr mitgeben, nachdem wir welche verloren gegangen sind und so weiter. Und wir hatten dann aber mal Bootschwierigkeiten mit UEFI. Das war so das erste Mal, dass die gekommen sind. Das haben wir noch ganz gut in den Griff bekommen. Im Jahr drauf wieder mit Ubuntu 12.04, also wirklich jetzt ein Jahr alte Software, Semester drauf natürlich, hatten wir dann auch ein 8 GB großes Image schon und wir hatten Probleme mit Secure Boot. Das war das erste Mal aufgetreten und UEFI ging wegen der Grub-Version 1.9.8 Beta 2 nicht besonders gut. Da gab es Hotfixes, die waren aber sehr hässlich und wir hatten jetzt das erste Mal leider das Problem, da ist ein Sony Vario Notebook ohne Linux nach Hause gegangen. Linux ließ sich zwar installieren, aber es ließ sich keinen EFI-Boot-Eintrag anlegen, sodass das Linux nie gestartet werden konnte. Heute wüssten wir, wie wir dem helfen könnten, aber damals noch nicht. Haben wir es dann nochmal geschafft, dass es auch am gleichen Tag war. Und ja, dieses Ubuntu Customization Kit, das fing irgendwie an zu zerfallen, kann man so sagen. Also man braucht immer mehr Patches, dass das funktionierte und das war irgendwie doof. Gegen UEFI hatten wir uns dann was sehr Gutes überlegt, nämlich die UEFI-Axt. Die kam nie zum Einsatz, keine Sorge. Aber sie hätte halt jederzeit ein Notebook dann, ihr wisst schon, mit Gewalt und so. Naja. Aber Grub 2 war tatsächlich die deutlich bessere Wahl der Mittel, denn das hat dann auch wirklich funktioniert. Ja, im letzten Wintersemester haben sich dann einige Leute hingesetzt und gesagt, naja, dieses Ubuntu Customization Kit, das ist wirklich blöd. Und wir haben dann, also die haben dann ein eigenes Image-Tool geschrieben und das habe ich jetzt mal Make-Image genannt, weil im Wesentlichen ist es ein großes Make-File. Wir hatten dann ganz viele Teilnehmer und dann auch noch das Lustige, ja, also konnte Ubuntu nicht starten, also vom Stick. Und das lag einfach daran, dass man kein Passwort im EFI einmal gesetzt hat, in der Firmware einmal gesetzt hatte. Das konnte man setzen und wieder entfernen und dann startete das. Ja. Im Sommersemester 15, das ist dieses Sommersemester also gewesen, hatten wir dann unsere 10. Linux-Install-Party. Und statt der Probleme mit UEFI und GPT-Partition-Tables hatten wir dann Probleme mit BIOS und Master Boot Record. Tja, so kann es gehen. Und wir haben dann aber auch noch eine zusätzliche Software bekommen, Libflash. Damit konnten wir dann hingehen und relativ zügig unsere USB-Sticks bespielen. Das sind inzwischen 150. Und das kann man sich vorstellen, wenn das pro Stick so 10, 15 Minuten dauert, na, ist das schon ganz gut, wenn man das ein bisschen beschleunigen oder automatisieren kann. Übrigens, die nächste Linux-Install-Party, die wird am 22. Oktober stattfinden. Das wird auch wieder Release-Date sein von Ubuntu 15.10. Ja, wie organisiert man denn sowas? Die monatlichen Planungssitzungen hatten wir schon erwähnt. Ach so, ja. Und dann muss man Aufgaben verteilen für Teams, ne, organisatorisches. Dann brauchen wir Leute, die sich ums Image kümmern und um Technik. Infrastruktur, also dass man zum Beispiel ein Netzwerk im Hörsaal hat, dass man Netzwerkkabel hat, zweifelsfall ein bisschen Mehrfachsteckdosen und Ähnliches. Dann braucht man Werbung.
man braucht ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, also dass man das zum Beispiel auch außerhalb der Uni ein bisschen bekannt gibt, weil dann kommen auch nochmal Leute, die das vielleicht interessiert. Und man braucht Verpflegung, denn wenn man um 16 Uhr anfängt mit der Party, also die Vorbereitungen haben im Zweifelsfall schon um 12 oder noch früher begonnen, möchte man, und das Ende dann um 2 Uhr ist, möchte man, dass insbesondere die Helfer mal zwischendrin was zu beißen kriegen, aber auch die Installierenden, denn die wissen nicht, dass sie da so lange bleiben. Und es würde abschrecken, wenn man das so sagen würde. Und es sind auch vor allen Dingen sehr wenige, die so lange bleiben. Wichtig ist, Dokumentation zu machen. Und das machen wir über ein Ticketsystem, unser Git-Repository. Wir haben noch ein Wiki zusätzlich, eine Mailingliste, über die wir Helfer bzw. unsere Orga koordinieren. Selbstentwickelte Software, die hier vorgestellten Hilfewinker. Ich brauche keine Hilfe, aber danke. Und Handouts, die habe ich auch schon erwähnt. Ja, wie sieht denn das jetzt aus? So in der Woche vor der, bis eine Woche vor der Linux-Install-Party, ganz entspannt. Wir sitzen da so draußen, abends, an einem Donnerstag, bei einer Mate und diskutieren, bis es dunkel wird, dann macht jemand das Licht an, ist kein Problem. In der Woche vor der Lib sollte man immer anfangen, Dinge zu tun. Also ein bisschen früher eigentlich noch besser, aber sowas wie Hardware zusammensuchen, Schilder ausdrucken, die Handouts vorbereiten und das alles sortieren und irgendwie zusammenpacken, dass man das auch gut mit in den Hörsaal nehmen kann. Dann müssen natürlich die Sticks sortiert und überprüft werden, ob sie noch funktionieren und auch natürlich mit dem Image versorgt werden. Das ist dann so eine ganz lustige Runde. Besonders viel Spaß macht das nicht, aber man kann ja was nebenbei tun. Ja. Und dann geht's los am Tag der Lib. Aufbau. Ein bisschen Chaos, aber am Ende sieht es dann sehr ordentlich aus. Das war jetzt anlässlich des 10. Jubiläums, haben wir noch Waffeln gebacken zusätzlich. Das war so ein kleines Gimmick. Und natürlich, man muss nochmal briefen, dass alle Leute auch das tun, was vorher besprochen wurde. Dass die Abläufe alle stimmen, jeder nochmal über das Handout drüber gelesen hat. Auf der Linux Install Party selber ist das dann alles relativ entspannt. Also man geht durch die Reihen durch, hilft den Leuten. Und üblicherweise kann man alle Probleme lösen. Nach der Linux-Install-Party heißt es dann Zeug zusammenpacken. Und nur mal so eine Frage, also das sieht man leider schlecht, das ist ein Opel Corsa. Und da passen tatsächlich 16 Kisten Getränke rein und zusätzlich noch eine große, ja, zwei große Kisten mit diesen Hilfewinkern. Wir haben da irgendwie so 100, 120 Stück von. Zusätzlich noch weiteres Equipment, was man so braucht. Es passte noch mit zwei Menschen da rein. Gott sei Dank haben wir heute den Transporter der Studierendenschaft, sodass wir das da einfach so reinschmeißen können. Aber der wird auch recht voll. Ja, so. Wir haben ja vorhin gehört, okay, wir haben irgendwie so ein eigenes Image und wir haben da Dinge angepasst. Aber jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, warum machen wir uns eigentlich die Mühe? Naja, die Sache ist, man jetzt überlegt sich jetzt, okay, wir haben so einen Hörsaal, da sind so 80 Studierende drin und die haben alle ihr Notebook da und jetzt haben die Linux installiert und also so schwungweise meistens. Und ja, jetzt wollen die anfangen, Dinge zu installieren auf ihren Notebooks. Und der Hörsaal, naja, hat zwar schon recht gute Internetanbindung, aber die kriegt man dann halt schon dicht gezogen und ja, das macht alles nicht so richtig viel Spaß. Deswegen haben wir uns überlegt, okay, und auch, dass man auf den externen Mirrors nicht so viel hat, ne, das ist halt nicht nett. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wir machen ein Offline-Repository und packen das mit auf diesen Stick. Dann die andere Sache ist, wenn man so LaTeX installiert, kompiliert das halt nach der Installation so allerlei lustige Dinge auf der Maschine und ja, jetzt haben wir so, weiß ich nicht, Leute mit kleinen Netbooks, so 32-Bit, weiß ich nicht, hier Intel Atom CPU und vielleicht ohne Hyper-Threading oder so, also die haben eine halbe Stunde Spaß beim Warten. Das andere Problem ist so ein bisschen, ja, 32 und 64 Gigabyte auf so einem 32 und 64 Bit auf einem 4 Gigabyte Stick, das klappt nicht so richtig gut, jedenfalls nicht immer. Und auch das Problem wegen, wie gesagt, diesem Release-Zyklus ist die Software, die in der Distribution so drin ist, nicht unbedingt die neueste, was halt bei neuer Hardware schon doof ist. Und der erste Ansatz, zumindest für dieses Offline-Repository, war so ein Skript, Linux-Party-SH, das gibt einem dann nette Dialogboxen, wo man sich aussuchen kann, was man denn haben will, was für Fächer man studiert und dann wird man halt mit studienrelevanter Software versorgt. So, mit diesem 32 und 64 Bit, naja, ich habe mir mal gedacht, okay, ich mache mal ein paar Grafiken dahin, wir haben jetzt links die 32 Bit, rechts die 64 Bit und der Stick ist relativ voll. So, jetzt gucken wir mal, da ist dieses Offline-Repository drauf, das ist größtenteils das Gleiche. Dann gucken wir mal noch ein bisschen weiter, gucken genauer hin und dann fällt auf, es gibt einen ganzen Haufen Zeug, der eigentlich egal ist, ob es 32 oder 64 Bit ist, so weiß ich nicht.
Bilder und Doku und irgendwie Python-Skripts oder sowas. Mhm. Und dann kann man noch ein bisschen weiter gucken und dann stellen wir fest, das passt ja doch alles auf den Stick. Und naja, okay, eigenes Image. Jetzt wissen wir, warum wir das haben wollen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das gemacht haben. Gut, wir haben, wie vorhin schon mal erwähnt, es gibt dieses Ubuntu Customization Kit, abgekürzt UCK. Das haben wir bis ins Sommersemester 2014 benutzt. Und das Problem dabei ist, dass das seit circa Mitte 2012 nicht mehr so richtig weiterentwickelt wird. Also im SVN waren dann irgendwann mal noch so vereinzelte Commits. Es gibt auch immer noch Pakete für die aktuellen Ubuntu-Versionen, aber da passiert eigentlich nichts mehr. Wir haben da dann angefangen, Bugs zu fixen und komisches Verhalten dem Ding auszutreiben. Und ja, also das ist architekturmäßig alles nicht so richtig schön gewesen, weil der Host, auf dem man das macht, das muss zwingend Ubuntu sein. Und das, also was anderes ist offiziell nicht unterstützt und funktioniert bestenfalls mäßig. Man muss zwangsläufig oder sollte zwangsläufig die Ubuntu-Version und Bitzahl, die man remastern, also anpassen möchte, auf diesem Host laufen haben, was ja, man kann das jetzt in VMs machen und hin und her und das kann man aber auch lassen, weil das andere Problem ist nämlich, das läuft, wenn es denn, also dass das UCK mountet halt Dinge durch die Gegend, um Sachen zu tun und das räumt leider nicht hinter sich auf und die sind dann irgendwie so ineinander verschachtelt, dass man sie ohne Reboot leider nicht los wird, die ganzen Mountpoints. Und das Error-Handling war auch nicht so das Beste. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir das nicht versuchen wollen zu reparieren, weil wir hätten es eh mehr oder weniger komplett wegschmeißen müssen. Deswegen haben wir uns dann entschlossen, wir machen was Eigenes daraus. Wir haben dann ein libck, das ist das Linux Install Party Customization Kit. Ja, wie schon mal gesagt, Make Image, weil ist ein großes Makefile, benutzt Bash, benutzt LXC, um diese Mount-Problematik einfach wegzusperren. Und das GNU-Userland halt so drumherum. Was das macht, okay, einmal diese schon auf den Folien vorhin gesehene Deduplikation von 32 und 64 Bit, beziehungsweise der Dateien, denen es egal ist. Wir können automatisch Images erzeugen, damit man das Installationsmedium in VMs verwenden kann, weil mit dem normalen Image sind die aus Gründen, die ich nicht so genau kenne, nicht glücklich. Und naja, was machen wir noch? Wir können halt automatisch so das, weiß ich nicht, das Ubuntu-Image, was wir remastern und Abhängigkeiten so für das Offline-Repository und so runterladen. Wir können das Live-System und das Initram-FS anpassen, zum Beispiel was den Kernel angeht, der da drin ist. Also kann man neu ihn einspielen. Wir können Software nachinstallieren oder auch wegschmeißen. Wir können Dinge vorkonfigurieren. Das haben wir, weil wir uns gedacht haben, dass das vielleicht auch für andere interessant ist. Gibt es das hier so auf GitHub, kann man sich so runterladen und angucken, wenn man möchte. Ja, weitere Software, die wir haben, wurde auch schon mal erwähnt. Das ist Libflash, das ist eine Software, weil die wurde halt gemacht, weil, naja, 150 Stick-Flashen ist viel Arbeit. Und wenn man das in gemütlicher Runde macht und dann Stick rein, Stick raus, mal gucken und überhaupt, da kann man sich bei DD schon mal vertun. Und dann hat man hinterher nicht das Image auf dem Stick, sondern sonst wo. Und dann hat Möbius den Mass Storage Cloner entwickelt und der macht das Flashen wesentlich bequemer, weil das Ding hat eine Option Removable Only und dann werden halt alles, was kein USB-Stick ist, einfach mal ausgeblendet und man kann das einfach flashen. So, noch ein weiteres Stück Software, was wir bis jetzt noch nicht hatten, ist mehr so Infrastruktur. Es gibt libclms, das ist das Linux Install Party Customer Lifecycle Management System. Ist erstmal ja, langes Ding, also der Name. Und das ist unser Anmeldesystem. Wir haben das vorher schon mal versucht mit Anmeldesystemen. Wir hatten erst irgendwie eins, was war so Django, dann hatten wir irgendwie eins in so JavaScript sonst was und das war irgendwie alles nicht so richtig toll und das ist jetzt der dritte Versuch davon, der, glaube ich, besser läuft. Was wollen wir eigentlich damit? Naja, Leute sollen sich vorher anmelden können, dass wir wissen, wie viele Leute kommen. Na gut, es gibt eine Dunkelziffer, aber die können wir ganz gut einschätzen. Dann haben wir halt, wie gesagt, diese USB-Sticks und auch noch so ein bisschen andere Hardware, die verleihen wir gegen Pfand und dann müssen wir mal gucken, okay, wer hat denn das gerade, haben die das schon zurückgebracht und wo war das Ding für den Fall, dass ein Stick irgendwann mal kaputt ist, also kaputt im Sinne von das Image tut nicht mehr richtig oder so, und dann kann man halt gucken, wo war der denn und vielleicht war ja irgendwas. Und na, wir machen da so ein bisschen statistische Auswertung mit, weil diese Handouts, die wir erwähnt haben, die haben so einen Laufzettel hinten dran, wo halt Leute, wenn sie an dem System irgendwas ausprobieren, dokumentieren sollten, was sie denn da genau gemacht haben und wer vor allen Dingen was gemacht hat. Das Ganze ist eine Webanwendung und wir können damit auch individualisierte Handouts erstellen. Das ist auch ganz praktisch, weil wenn Leute hinkommen und dann sitzen, weiß ich nicht, 80 Leute in dem Saal und immer nur hey du ist eigentlich nicht nett. Ja, so, jetzt haben wir gesehen, wie machen wir das, womit machen wir das und also so ein bisschen Fazit über die Linux Install Parties ist ein, naja, warum tun wir das und Motivation so ein bisschen vielleicht auch. Naja, wir wollen halt die Förderung von freier und quelloffener Software, wir wollen freie und quelloffene Software fördern, also so, und also die Verbreitung und auch die Bekanntheit und Verwendung.
Ja, und naja, was machen wir? Wir wollen halt auch den Studierenden beim Installieren helfen, weil, weiß ich nicht, das macht sonst keiner. Für Windows kann man zum IT-Helpdesk gehen, aber von Linux weiß ich nicht, zumindest machen die, glaube ich, nicht. Und naja, andere Motivation ist, wir bringen anderen was bei und lernen auch selber viel dabei, wie man Veranstaltungen macht, wie man sich, sag ich mal, Sponsoren organisiert und also auch wie so, keine Ahnung, so ein Ubuntu von innen aussieht, das ist alles ganz interessant. Aber das Wichtigste ist eigentlich, weil es Spaß macht. Gut. Wir haben auch neben den Linux-Install-Partys weitere Veranstaltungen, Linux-Workshops, habe ich das jetzt mal zusammengefasst erstmal. Die Idee des Ganzen ist, naja, was ist denn jetzt so nach der Linux-Install-Party, die haben alle frisch installiertes Linux, aber wie benutzt man das denn jetzt eigentlich? Und deshalb haben wir die KISS, die Kommunikation und Installation schöner Software, ins Leben gerufen. Ihr versteht schon, Lib und KISS, das passt irgendwie zusammen. Und das sind zeitnahe Veranstaltungen mit Workshops und Vorträgen zum Thema Linux und Open Source. Und der Fokus liegt dann auf Workshops nach Bedarf, also dass das wirklich versucht wird, dass das, was die Teilnehmer haben wollen, auch erklärt wird. Bei Vorträgen haben wir sowas wie zum Beispiel, also das sind so, was wir üblicherweise machen, was zum Thema UI-Bedienung, also wie macht man eine KDE-Workflow und Kniffe dazu, dann RWTH-Dienste, die, na klar, E-Mail, VPN, ist klar, aber was ist Jabber, warum will man das haben? Also es gibt einen studentischen Jabber-Server an der RWTH, wie benutzt man das Ganze unter Linux? Das wird auch erklärt. Dann ein Überblick einfach über Linux und Open Source und freier Software, sodass es ein bisschen rund wird, das Ganze. Das war eine der größten Veranstaltungen, muss man dazu sagen, hier. Ja, dann Workshops gibt es auf jeden Fall erstmal Linux-Nothilfe für alle Leute, die nach der Linux-Install-Party dann doch, na, auf der Party ging es noch, zu Hause dann nicht mehr. Ihr versteht schon, der Grafiktreiber tat nicht mehr oder ähnliches. Dann können die Leute da hinkommen und kriegen dann dort Unterstützung, sodass wir das wieder ins Laufen bringen. Außerdem kann man noch ein paar weitere Installationen machen, 5 Zimmer, kein Problem, denn man ist ja eh da und hat zum Zweifel zur Zeit und naja, wer die Linux-Install-Party verpasst hat, der kann das dann so nachholen. Es gibt Workshops zu LaTeX und LaTeX Beamer. Wir haben schon mal GNU-PG und Keysigning gemacht, das war da irgendwie nicht so beliebt, vielleicht weil wir es nicht gut genug erklärt haben. Dann eine Shell-Safari, also einfach spielerisch den Umgang mit der Kommandozeile lernen, das zusammen mit SSH und dann weitere Workshops zum Thema Git, Vim, GNU-Cache und ganz vielen anderen Dingen, immer was uns so gerade einfiel und was die Leute anbieten wollten. Das machen wir seit dem Wintersemester 2012, sprich also so, ich glaube, seit 7, also 3,5 Jahren, seit 7 Lips sozusagen und dann mit dem vorgestellten Konzept dann das Semester drauf. Und die Qualität ist wirklich steigend, kann man nicht anders sagen, weil wir durchaus mehr Erfahrung dabei gesammelt haben. Aber die Teilnehmerzahlen sind stark schwankend. Also im Wintersemester durchaus ein bisschen höher als im Sommersemester. Da haben wir manchmal nur so 10 Leute im Sommersemester, im Wintersemester schon mal so 30. Und mögliche Gründe dafür sind, na, Linux ist selbsterklärend. Ja, vielleicht nicht. Naja, Anleitungen sind gut, das könnte man vielleicht insbesondere bei Ubuntu sagen. Oder die Videos, die unsere Video-AG aufzeichnet vom letzten Mal, sind so hilfreich, dass die Leute sagen, da müssen wir nicht hingehen. Vielleicht machen wir aber auch einfach schlechte oder zu wenig Werbung oder wählen ungünstige Termine. Wir sagten ja schon Donnerstage und dann ist die Linux-Install-Party am ersten Donnerstag im Monat, ach Quatsch, des Semesters, der Vorlesungszeit. Die Linux-Workshops dann im zweiten Donnerstag danach und das ist dann schon mal vielleicht terminlich unpraktisch. Oder Ostern ist uns auch schon mal im Sommersemester irgendwie so ein bisschen dazwischen gekommen, das haben wir dann verschoben, aber irgendwie nicht so toll. Also der Aufwand für 30 Leute ist eigentlich ein bisschen hoch und deshalb haben wir uns auch Alternativen überlegt. Wir haben Crypto-Partys, kommt später noch was dazu, gemacht und werden dann den Linux Presentation Day ausrichten. Linux Presentation Day habt ihr wahrscheinlich nicht gehört bislang. Das ist eine Veranstaltung, die soll am 21. November, bundesweit stattfinden, am 14. November und am 21. November aus terminlichen Gründen bei uns in Aachen. Das soll eine überregionale Veranstaltung sein, wie ich schon sagte, und die Idee ist, Linux in der Bevölkerung bekannter zu machen. Das wird organisiert von Linux-User-Groups und Hochschulgruppen in ganz Deutschland. Die Hauptorga übernimmt die Berliner Linux-User-Group, Hauke Laging. Die haben das auch schon mal im Mai gemacht, auch verteilt über Berlin. Und das muss wohl sehr gut gewesen sein. Und deshalb wollen die das jetzt ausbreiten. Also wenn ihr irgendwie in eurer Linux-User-Group, in eurer Aktivität Interesse habt, macht das auch. Ich glaube, das ist was ganz Tolles. Wir wollen das mit diesem KISS-Konzept, also mit Workshops und Vorträgen, kombinieren. Ein bisschen mehr Basic dann dabei, also
auch weil Leute von externen kommen könnten, die vielleicht nicht studieren oder noch nie studiert haben, dass wir dann bei ein bisschen mehr die Leute auffangen. Und was der essentielle Teil dieses Idees ist, dass es einen Showroom gibt, wo sie Leute Linux einfach mal ausprobieren können. 5 Rechner hinstellen und dann verschiedene Distributionen und Desktop-Umgebungen hinstellen. Also, wir laden euch auch herzlich ein. Kommt vorbei, schaut es euch an. Wir würden uns sehr freuen. Ja, die eine Sorte Veranstaltung war, wie gesagt, diese Workshops, aber wir machen halt auch Krypto-Partys. Die erste, die wir gemacht haben, war im Januar 2014. Das war, also im Oktober vorher war halt so diese Geschichte mit dem Herrn Snowden und dieser amerikanischen Behörde da. Davon habt ihr sicherlich alle gehört. Und dann kam halt irgendwie auf, okay, gibt halt diese Krypto-Partys und ja, wir wollen auch mal eine machen. Weil das bot sich halt irgendwie an und die Leute waren halt auf einmal scharf darauf zu wissen, wie sowas funktioniert. Wir haben das jetzt nicht klassisch nach dem Krypto-Party-Handbuch gemacht, das weiß ich nicht, kann man kurz erzählen. Normalerweise hat man halt irgendwie einen Vortrag zu irgendeinem Thema und das ist halt eigentlich eine Veranstaltung, die regelmäßig stattfindet und danach gibt es halt pro Termin immer Workshops oder einen Workshop zu einem Thema, wo halt Dinge, so viel die Leute wollen, erklärt wird. Und na, wir haben uns überlegt, dass, ja, weiß ich nicht, dass wir haben halt uns entschlossen, lieber eine Nacht voller Vorträge zu machen. Dazu, das ging halt so um 18 Uhr los und wir waren dann irgendwie um kurz nach null irgendwann fertig. Am Anfang hatten wir so 200 Leute, hinterher hatten wir noch so 70. Das war eine Veranstaltung, wo wir als Open Source Arbeitskreis zum ersten Mal Sponsoren hatten. Nach der zweiten Pause, also nach 3 Stunden, war halt irgendwie die Mate alle. Wir waren damit in den Medien vertreten, der WDR5 war da und hat ein Radiointerview mit uns gemacht, also aufgenommen und das wurde dann später gesendet und wir hatten eine halbe Seite in den Aachener Nachrichten, eine Zeitung. Und was wir gemacht haben, letztendlich Vorträge zu den Grundlagen der Kryptographie und deren Anwendung, also der Kryptographie, nicht der Grundlagen, also auch schon irgendwie. Naja, ist so ganz nett, hier so ein Bild, wir haben ein Buffet aufgebaut mit Getränken und das Gute war halt auch, dass die Getränke dann zum Beispiel für die Teilnehmer halt kostenlos waren, dank der Sponsoren. So, jetzt haben wir diese Krypto-Party nochmal wiederholt, also nicht genau die, aber so ähnlich. Das war diesmal dann die Krypto-Kiss, weil, naja, Kiss-Konzept, aber irgendwie mit Krypto-Fokus. Das war halt jetzt im Sommersemester, da, wo wir, wie gesagt, nochmal um zu gucken, okay, im Sommersemester Workshop-Veranstaltung in der Regel, also weiß ich nicht, 10 Leute. Da hatten wir jetzt 70, ist halt wesentlich mehr. Und naja, rechts seht ihr so ein Bild. Diesmal hatten wir tatsächlich genug Getränke. Das ist da jetzt ein Serverraum in der Uni. Da haben wir uns gedacht, da können wir die gut kalt stellen. Und wir haben halt wesentlich mehr Hands-on gemacht. Das heißt, es gab zwar auch Vorträge, aber vor allen Dingen haben wir Workshops gemacht. Wir haben Workshops gemacht zu PGP, zu sicherem Surfen, Festplattenverschlüsselung, Passwortmanager und Hardware-Tokens. Und wir haben auch PGP-Key-Signing gemacht. Da haben wir da 2 Runden geschafft. Gab es hier auf der Frostcon auch schon mal. Nur, dass die Runden da größer sind und dementsprechend länger dauern. Ja, was war, was wird. Das ist ein bisschen von Heise geklaut, aber es passt an dieser Stelle ganz gut. Wir können zurückblicken auf 10 erfolgreiche Linux-Install-Partys. Ich habe da ein Fragezeichen hingeschrieben und das hat durchaus Gründe. Erfolgreich, naja, wir haben so höchstens 3, vielleicht ein paar mehr, aber 3 Notebooks sind ohne Linux nach Hause gegangen nach so einer Party. Das ist also, wenn man sich überlegt, über 10 Semester, wenn wir mit 50 Leuten rechnen, haben wir 500 Leuten Linux installiert und 3, bei denen ist es fehlgeschlagen. Wir haben überwiegend diese hohen Teilnehmerzahlen und wir haben eine sehr positive Resonanz im Open-Source-Umfeld. Wir haben letztes Jahr auf der Frostcon allerlei Leuten erzählt, was wir als Open-Source-Arbeitskreis denn so machen und die waren alle ganz begeistert, Linux-Install-Partys und da kommen Leute hin? Ja, das funktioniert. Das liegt aber ein bisschen daran, dass wir in einer sehr glücklichen Position sind, denn Erstsemester, die also zum einen brauchen die das ein wenig in der Uni und zum anderen, na, da steht dann so ein Prof vorne und erzählt dann, ja, also gehen Sie dahin, Sie brauchen das. Und dann sind da auch einige wirklich da. Und beim Social Event fragte uns dann einer aus der Orga, wollt ihr da nicht nächstes Jahr einen Vortrag drüber halten? Und ja, hier sind wir. Also wir haben uns dann hingesetzt und das gemacht. Und ja, hohe Professionalität bei der Umsetzung, könnte man jetzt mal sagen, weil wir machen das jetzt schon sehr routiniert und es wird immer besser, kann man eigentlich nicht anders sagen. Also wir würden da auch gerne austauschen, wenn andere Leute was machen oder was machen wollen. Es bleiben aber offene Fragen. Wie sieht's denn jetzt aus nach der Linux-Install-Party? Wie lang haben die denn noch Linux? Benutzen die das? Sind sie zufrieden? Gibt es Lerneffekte? Also gehen sie damit um oder machen sie Updates? Auch im Zweifelsfall auf die nächste Version.
Und wie sieht's mit Problemen aus? Machen Sie das so wie nach der Windows wegklicken und es ist halt so? Oder gehen Sie hin und versuchen, das zu lösen? Das andere ist, wie geht es weiter? Canonical, nun, die fahren gerade gefühlt Ubuntu irgendwie so ein bisschen an die Wand. Wie geht's mit Ubuntu weiter? Snappy Apps, kann das was werden? Kubuntu, die haben gerade ihren Community Leader da, also hier Riddle entlassen und ja, sie haben uns garantiert, also irgendwie 15.10 soll es noch geben, aber wie geht's denn dann weiter? Was könnte man sonst nehmen? Also Fedora hat mir schon gesagt, die können keine unsignierten Kernelmodule, andere können kein Secure Boot, Debian zum Beispiel. Dann stehen wir auch vor der Frage, also es sind jetzt leider gerade relativ wenige von uns da, aber wir sind halt auch alle jetzt schon so, was weiß ich, ich bin im 8. Semester, Daniel wird auch bald fertig und die anderen auch. Und wie sieht's mit Nachwuchs aus? Wir haben ein paar neue, aber können die das stemmen oder finden wir noch weitere? Das wissen wir auch nicht so genau. Und ist das überhaupt notwendig oder nur Selbstzweck? Denn ist das Linux nicht eigentlich schon so einfach geworden mit der Installation? Oder tun wir das nur, weil wir da so viel Spaß dran haben und nur meinen anderen zu helfen? Wie sieht's mit weiterem Wachstum aus? Können wir auch noch mehr Teilnehmer stemmen? Also irgendwie, es gibt Leute, die meinen, also könnte man auch noch andere Fächer hinzunehmen oder sowas, die man einlädt. Und gleichzeitig auch externe Unterstützung. Also ich sagte ja schon, Thema Verpflegung auf einer Linux-Install-Party, das geht im Zweifelsfall ins Geld und die Leute haben dann auch nicht unbedingt so viel Geld im Studium und müsste mal gucken, ob man da nicht einen Sponsor findet, der uns da vielleicht bei unterstützt. Ja, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Wir sind natürlich erreichbar per E-Mail, wir sind wir sind auf Twitter vertreten, wir haben hier unsere Links, wo ihr unsere Dokumentation finden könnt. Die Videos von CryptoParty und den Linux Install, den Linux Workshop findet ihr auf der Website der Video AG. Habe ich leider den Link vergessen, steht aber im Programm steht der, genau. Und wie gesagt, die nächste Linux Install Party findet am 22. Oktober ab 16 Uhr statt und der Linux Presentation Day am 21. November. Wir freuen uns auf euch. Ja, bitte. Also grundsätzlich sind die Veranstaltungen offen für alle natürlich. Wir machen. Das stimmt jetzt so auch nicht. Also nur nochmal für den Stream. Die Frage war, wie sieht es mit anderen Fachbereichen aus? Und da gibt es ja auch Geisteswissenschaftler oder E-Techniker in unserer Uni. Und also es kommen mal vereinzelt welche vorbei, aber weil halt durchaus 80 Leute schon viel sind für 20 Helfer und 10 davon in der Organisation noch beteiligt, machen wir jetzt nicht extra Werbung in anderen Fachbereichen. Weitere Fragen? Macht ihr das Unternehmen vorher externer Caterer? Also die Frage war jetzt, wie wir das mit Verpflegung machen, ob wir irgendwie externe Caterer haben oder sowas. Hätten wir gerne, also den Caterer, haben wir momentan keine Ressourcen für. Weil kostet Geld und haben wir nicht. Wir sind halt ein studentischer Arbeitskreis. Wir haben halt in dem Sinne so keine Mittel. Ja klar, wir kriegen Unterstützung von, wie gesagt, diversen Leuten, die wir aufgeführt haben und auch von Sponsoren, wenn wir welche haben. Wir haben aber nicht immer welche oder genug. Was wir bis jetzt gemacht haben, ist, wir haben auf den Linux-Install-Partys Pizza-Sammelbestellungen organisiert. Also wir sind dann irgendwie vorher bei örtlichen Pizzadiensten hin und haben gefragt, wer sich zutraut, das zu stemmen. Das ist meistens so mäßig erfolgreich mit Pizzen, die dann schon mal nicht so warm sind und irgendwie nicht so ganz das Richtige geliefert wird. Aber wir haben da auch irgendwie mal so ein Websystem für gemacht, dass das machen kann. Aber das ist ganz, ganz furchtbarer Code und ja. Also wir sind gerade in Kontakt mit der Gesellschaft für Informatik. Die wollen in Aachen ihre Gruppe wiederbeleben. Und die haben uns angeboten, also es ist noch nicht in trockenen Tüchern, dass sie uns dabei ein bisschen unterstützen mit einem, was weiß ich, belegten Brötchen oder sowas. Das würde ja schon mal über den Abend retten. Ja, Randolph.
Die Frage war, drei Leute ohne Linux, aber wie sieht's ohne Windows aus? Also ich hatte ja schon gesagt, also es ist ganz wichtig für uns, dass die Leute auch mit dem Windows heil wieder nach Hause gehen. Soweit ich weiß, ist niemand ohne Windows nach Hause gegangen, der es nicht wollte. Also es gab immer mal Leute, die haben gesagt, nö, schmeiß das weg, schmeiß das weg. Das war eigentlich ganz gut. Man muss zu sagen, zu diesen drei Notebooks, die ohne Linux nach Hause gegangen sind, da war eins so ein Dell-Notebook, das haben wir gebrickt. Also das ging das EFI danach nicht mehr. Das heißt, das Windows tat dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber der Mensch war so ganz cool und meinte, ja, das ist auf Firmen-Notebook von meinem Vater und ach, ist halt so. Bitte. Also die Frage war, ob wir Zahlen über die Nachhaltigkeit des Ganzen haben und die Aussage, ja, bei den Informatikern ist das wohl wahrscheinlich eher beliebter, bei den Physikern so gemischt. So richtig haben wir leider keine Zahlen. Wie gesagt, also wir haben jetzt nicht irgendwie, ja klar, man könnte jetzt hingehen, wenn wir das Image schon bearbeiten, wir bauen irgendwas ein, das nach Hause telefoniert, aber das ist eine nicht schöne Sache, also machen wir sowas nicht. Dementsprechend, naja, man trifft halt manchmal irgendwie Leute, ich weiß nicht, gibt's lustige Geschichten, Rikus hatte mal erzählt, ja, da traf ihn in dem Aldi irgendwann jemand und hey, du bist doch der von der Linux Install Party, kannst du mir Dinge zu X erzählen und es ging um irgendein Produkt, keine Ahnung. Und also, man trifft halt schon mal Leute, es gibt Leute, die mal bei der Aachener Linux User Group vorbeikommen und es gibt dann auch Leute, die auf so einer Linux Install Party mal waren und danach dann irgendwann helfen, aber wir haben jetzt keine haltbaren Zahlen, würde ich sagen. Mal gucken. Genau, ich gebe da nochmal meinen Senf dazu. Also haltbare Zahlen haben wir wirklich nicht. Aber man sieht halt, also im Informatikzentrum in der Uni sieht man halt durchaus die Leute, man erkennt die wieder. Also es gibt immer schon, also es sind Leute, die es weiter benutzen oder die das dann auch in einem neuen Notebook weiter selber installieren. Ich denke, in der Physik ist das noch viel verbreiteter, weil die das für Praktika und Datenauswertung brauchen. In der Informatik ist es sehr gemischt. Also es ist so, es gibt da so eine ThinkPad-Fraktion und so eine Mac-Fraktion und so, was weiß ich, 20% Windows. Da benutzen wir die Standardeinstellung, ich weiß nicht. Aber in KDE oder Kubuntu werden die ja schon ganz gut genervt damit. Also dann ist da unten so ein rotes Schild und dann klickt man da mal drauf und ich denke, das kriegen die hin. Also unter Windows müssen die ja auch Updates machen. Bitte? Ja, also die Frage war, wie das uni-interne Feedback ist und ob nicht irgendwie die Fachschaft oder der AStA Interesse hätten, das zu finanzieren und zu fördern. Das Feedback in der Uni selber ist, obwohl, da lasse ich Rikus lieber was zu sagen. Genau, ich studiere an der WTH, insofern kriege ich das vielleicht ein bisschen besser mit. Also wir werden durch unsere Fachschaft unterstützt. Zum Beispiel die USB-Sticks werden von der Fachschaft bezahlt. Dann auch weitere Hardware. Wir haben USB-Netzwerkkarten, für Leute, was weiß ich, diese modernen Ultrabooks, die haben wir sowas teilweise nicht. Oder wenn, dann vergessen die Leute das. Wir lassen uns jetzt gerade noch USB-Hubs besorgen. Und auch so ein bisschen, also Wasser- und Apfelschorle zum Beispiel zahlt die Fachschaft. Aber das sind alles, also wir haben so 250 € pro Semester für die beiden Veranstaltungen zusammen. Und das ist halt schon relativ knapp. Damit kann man jetzt nicht noch Pizza bestellen oder belegte Brötchen kaufen. Mit dem Eindruck in der Fachgruppe Informatik kann ich zumindest sagen und auch in der Physik, die Professorenschaft ist da sehr begeistert von. Also einfach, weil erstmal ihre Fachschaftler da was auf die Beine stellen, was vielleicht ein bisschen publikumswirksam ist, also eine relativ große Veranstaltung. Gleichzeitig sind wir auch im Austausch mit der Fachgruppe Physik, weil die brauchen insbesondere Software, also die brauchen zum Beispiel für die Datenverarbeitung Python, Root und verschiedene andere Tools und die stellen wir dann zusammen, sodass dann in dem Linux-Party-SH, was wir kurz erwähnt hatten, die Leute dann sagen können, ja, ich bin Physiker und ja, ich möchte die Sachen für die Datenverarbeitungsvorlesung installieren. Das wird dann mit installiert, das ist abgesprochen mit denen. Sonst so, also, ja, der AStA ist da nur so semi dran interessiert, aber da könnte man auch nochmal drüber reden. Ja, also
Vom Aster haben wir halt, wie gesagt, also über den Aster haben wir, wie gesagt, diesen Transporter, mit dem wir unser Gedöns durch die Gegend fahren, und dann müssen wir nicht alles bei Leuten von uns in den armen Opel Corsa stopfen. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Ja, danke. Drei Jahre universitäre Ebene, so eine Arbeit zu organisieren, ist also toll. Wir machen das in der Nachbarjugendgruppe eifelfuchs.de rein auf einer außeruniversitären Ebene und haben regelmäßig unsere Treffen, machen auch unsere Stallparty, haben eine Sache gemacht, wo ich euch noch frage, ob ihr die nicht auch machen wollt. Und zwar versuchen wir die Gewerbetreibenden, die mit EV arbeiten, mit ins Boot zu kriegen, für die extra Vorträge und Aktionen zu machen, damit also die endlich mal kapieren, dass man auch mit Feuersoftware Knete rutschen kann, wenn man es dann richtig anfängt. Also das wäre der einzige Anknüpfungspunkt von meiner Seite. Also erstmal danke, Tom. Dankeschön. Ja, die Frage nach wie sieht es denn mit Firmenkontakten aus? Also versuchen wir lokale IT-Unternehmen mit ins Boot zu holen, für die extra Vorträge anzubieten oder sie einfach mit in die Linux-Install-Partys mit einzubinden? Tatsächlich tun wir das oder sind da gerade dabei. Also es gibt in Aachen einen Industrieclub, der irgendwie an der Uni mit dran ist, Regina e.V. Da sind so die meisten IT-Unternehmen in Aachen mit drin. Unsere Idee wäre, weil wir bei den Sommersemester Linux Install Partys relativ wenig Zulauf haben, also nur 40 gegen 80, da könnten wir also noch ein bisschen mehr stemmen, und da war dann die Idee von dem Verein, sie würden das an ihre Mitglieder, also sprich an die Firmen, weitertragen erstmal und uns dafür dann im Gegensatz sogar ein Catering stellen. Und wir werden mal sehen, was da an Rücklauf kommt, explizit jetzt für Unternehmen. Können wir das gerade nicht leisten, also weil wir mit den eigenen Veranstaltungen schon sehr eingebunden sind. Wir warten mal ab, was wir mit dem Linux Presentation Day an Rückmeldung dann kriegen. Das ist sicherlich sehr interessant. Ja, da sind wir ja auch dabei, aber dann könnte das vielleicht schon Sachen sein, die man nachbarschaftlich koordiniert bringt, weil dann hätte man vielleicht einen größeren Einflusskreis von Trier, Eifel, Quersurch, Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut, dass man da kooperieren könnte mit den Nachbarn, ja. Danke. Randolph nochmal. Also wir haben natürlich alle unsere, also die Frage war von wegen, weil das eine Notebook ist kaputt gegangen, ob wir Erfahrung haben und ob wir irgendwelche Hardware-Empfehlungen so geben. Also Hardware-Empfehlung, da kann man sich gerne nach dem Talk drüber unterhalten. Da möchte ich jetzt offiziell eigentlich lieber nichts zu sagen. Es gibt halt Dinge, die viele von uns lieber mögen als andere. Und also bezüglich die Liste, also es gibt halt irgendwie, wir haben halt eine Liste von Notebooks, wo wir wissen, dass die Firmware Probleme macht. Die kommt, glaube ich, ursprünglich auch vom Heise Verlag. Da ging das mal rum mit folgende Notebooks sind gefährlich oder aber brauchen Firmware-Updates, bevor Dinge kaputt gehen. Und sonst kriegt man das halt auch sonst über die Medien mit, wenn solche Probleme sind, und dann aktualisieren wir halt auch unsere Listen. Ja, und gleichzeitig, also das wird ein bisschen technischer, aber das ist vielleicht interessant. Das Hauptproblem an den, warum man EFIs bricken kann, ist, dass die eine Möglichkeit haben, dass man so ein Error-Log oder Error-Handling in das EFI schreibt. Und dieses Kernel-Modul, was dafür zuständig ist, pstore, das deaktivieren wir in unseren Images, sodass, sagen wir, die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer ist, dass sowas passiert. Belastbare Zahlen oder ob das jetzt irgendwelche Effekte hat, können wir natürlich nicht sagen. Aber wir haben nur dieses eine Notebook gebrickt und dann entsprechend gehandelt. Wir haben unsere Erfahrung, also wir veröffentlichen keine Statistiken, wir wollen auch keine Werbung machen, aber wir haben so Erfahrungswerte, und wenn sich jemand fragen würde, ist dieses Notebook besser als das andere, dann sagen wir dazu auch gerne was. Also aus der Erfahrung, was wir in der Hardware einsetzen wollen, wir werden es einfach nur versuchen. Nach vielen Versuchen haben wir auch festgestellt, wenn wir versuchen, gebrauchte Notebooks, Lenovo-Notebooks zu kriegen, die es über einige Großhändler gibt, dann haben wir also noch keinmal, wir haben mindestens 30, 40 in unseren Umfeldern geordert, wir haben noch kein einziges Mal erlebt, dass ein Notebook, was zwischen 150 und 300 Euro kostet, wo
und ansonsten für den privaten Linux-User kaum bezahlbar wäre. Die kommen in gutem Zustand und da kannst du also wirklich nicht mit falsch. Ja, also die Aussage war jetzt, dass unsere Nachbarn wohl irgendwie, also die haben sehr gute Erfahrungen mit etwas älteren Lenovo-Hardware gemacht. Und dass denen da wohl irgendwie in 30, 40 Installationen noch nie irgendwas schiefgegangen ist und dass die wohl preis-leistungsmäßig gut sind sollen. Ja, das, wie gesagt, das ist halt so. Also wie gesagt, wir kriegen auf quasi jedes Notebook Linux installiert, weniger Ausnahmen, aber also wenn die Leute mit einer ARM-Kiste da ankommen, wo eigentlich Android drauf läuft, dann wird das schon deutlich schwieriger. Da haben wir noch nicht so viel Erfahrung. Dann gab es so Tablets, x86-Tablets, das das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also das ist so ein 3.000 Euro oder 1.500 Euro Tablet und das ging ganz zack, zack, zack installiert. Faszinierend war dabei noch, da war eine BitLocker-Verschlüsselung drauf, das könnte euch vielleicht noch interessieren. Und dann hat man irgendwie dann Secure Boot, nee, Quatsch, einen weiteren EFI-Eintrag angelegt und Microsoft Windows sagte dann so ein, ja, da ist irgendwie was Böses passiert, ich habe das jetzt mal dicht gemacht. Also dieses Gerät hatte halt dann so eine BitLocker-Verschlüsselung und dann hat er festgestellt, wie gesagt, neuer Menüeintrag, wir machen das jetzt erstmal zu. Aber du kannst deine Handynummer angeben und in 30 Tagen schicken wir dir den Unlock-Schlüssel per SMS. Da kann man jetzt also nur mal so, was man davon halten kann, ja? Wissen wir nicht, aber wahrscheinlich. Bitte. Also mit Frage war nach High DPI oder 4K, 2K Displays. Ja, es funktioniert auch. Tatsächlich ist KDE da sehr anpassungsfähig, so dass man dann, da haben wir dann irgendwie in der Tipps und Tricks Rubrik im Wiki hier. Und auch auf den Handouts. Und auch auf den Handouts, genau. Tricks, wie man das machen kann. Das kann man entsprechend einstellen, so dass dann das Notebook bedienbar ist. Mit der nächsten KDE-Version wird es deutlich besser. Also KDE 5, was ich hier schon privat benutze, kann das deutlich besser als KDE 4. Das ist halt explizit supported. Also da, geht. Da sind dann vor allen Dingen auch mehr Automatismen bei. Genau. Bitte. Ja, also tatsächlich, also das Online-System in der Anmeldung, da steht dann drin, also man kann auswählen, ich habe keine wichtigen Daten auf dem Notebook oder ich habe alle gesichert. Das heißt, also wir versuchen suggestiv zu sagen, die Leute sollen bitte ein Backup machen. Und es steht dann auch nochmal erklärt, was ein Backup ist und wie man sowas machen kann, sei es auf einer externen Festplatte, in seinem Lieblings-Cloud-Anbieter, wenn die Leute das gerne wollen, oder auch auf, was weiß ich, CD-Brennen, je nachdem, wie viele Daten oder wie wichtig die Daten sind. Viele Leute sagen, na, sie haben das dann bei ihrem Lieblings-Cloud-Anbieter sowieso und na, mach mal und geht da was kaputt? Naja, wir können das nicht garantieren. Bislang ist auch, glaube ich, nicht so viel passiert, aber die Leute sind da immer sehr faszinierend gelassen. Also auch wenn es dann vor allen Dingen mal zwischendrin nicht funktioniert und gar nichts mehr tut oder so keine Menüeinträge im Grub sind, dann sitzen die da ganz ruhig und schweigen, aber sie sind dann auch sehr froh, wenn alles wieder funktioniert und sind dann schnell weg. Lauf mal nicht das Schild um. Ja. Weitere Fragen? Ja, ich glaube, dann haben wir es. Dann nochmal danke für die vielen Anregungen und auch das Zuhören. Wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, als eigentlich gedacht war, aber, oder haben wir? Nein. Nö, wir sind noch gut in der Zeit tatsächlich, ja. Dann vielen Dank.